Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Es ist Mittwoch, der 11. April 2018. Die Woche Mitte steht an und die Woche startete erstmal relativ bullisch, weil wir oberhalb der 170 starteten. Hatte ich euch im Wochenausblick auch erklärt. Wichtige Zone zum Start. Oberhalb Chance, die Widerstandszone bei 430 bis 530 anzusteuern. Gestern haben wir nur die unteren Zone tangiert, nachdem China noch freundlich unterstützt hat in der Nacht. Und nun ist die Frage, ob wir jetzt langsam eine Gipfelphase übergehen. Ich habe euch auch hier den DAX Wochenchart dargestellt mit der SKS-Formation der Großen. Ich hatte euch ja auch erzählt, dass wir langsam im Wochenausblick im Video zu langsam in die zweite Phase hier der rechten Schulter übergehen müssten, der Gipfelphase, und dass die rechte Schulter etwas kleiner ausfallen könnte. Die linke Schulter hat Ausmaße bis 12.950. Ich hatte euch schon erwähnt, dass die selten in der rechten Schulter genau bis in diese Zone hinein reicht. Eher fällt diese Schwäche aus. Der frühe Start in die zweite Phase könnte nur auch der Hinweis sein, dass sie schwächer und mickriger ausfallen dürfte. Bereits hier ab 4.30 beginnt die Widerstandszone und bis 700, da könnte hier schon die rechte Schulter komplettiert werden. Und sehr interessant, die Nackenlinie der SKS-Formation und der Hausaufwärtstrend von 2009 tangieren sehr bald. Es wäre eine wunderbare Anlaufstation, um die rechte Schulter zu komplettieren. Und ja, man dürfte somit quasi noch ein knappes neues Jahrestief erwarten. Gut, jetzt gilt es erstmal die aktuelle Wochenkerze abzuwarten, wie sie ausgebildet wird, ob sie bärisch angehaucht ist. Gipfelphase, die könnte diese Woche noch bis in diese Woche andauern. Und in der kommenden Woche könnte dann eine Schwächephase eingeleitet werden, die bis an die 12.000 führen. Könnte sogar etwas drunter. Schauen wir mal weiter in den DAX Tagesschart. Da sehen wir die untergeordneten Morgen besser. Hier die Retracement vom Allzeithoch Richtung Jahrestief. Gestern punktgenau, ein halber Punkt, glaube ich, gefehlt. Am 38. Woche Retracement hier bei knapp 4.30 getestet und abgedreht. Wir hatten am Vortag bereits eine bärisch angehauchte Kerze. Diese wurde in der Nacht durch Aussagen aus China, dass es da kein Handelskrieg geben wird, etc. etc. Wir sind etwas getrieben durch die Nachrichtenlage, auch heute. Dadurch gab es nochmal einen höheren Start, welcher aber eben nicht über dieses Retracement führen konnte, sondern der erste untere Bereich der Widerstandszone hat gehalten und es wurde abends eine bärische Kerze ausgebildet. Durch den schwächeren Start könnten die Bären nun eine Chance haben, die Gipfelphase zu starten. Dafür ist wichtig, dass wir eben nicht mehr über die 430 laufen. Der aktuelle Start, ich hatte euch gestern im Trading-Chat auch gesagt, Start schon relevant, unterhalb 370 würde es eher für die Gipfelphase sprechen. Start war unterhalb, 370 hält aktuell im 8 Uhr Future. Oberhalb der 370 könnte es nochmal so 430 gehen. Heute ist es aber eher ein Tag durch diesen Start, dass man eher kein neues Wochenhoch oder kein nachhaltiges oder starkes Wochenhoch sehen könnte, sondern eher neue Tiefpunkte. Die 370 ist eine wichtige Zone, darunter die 300, dort wird schon die Tür geöffnet zu tieferen Punkten. So wären es 215 und 200 zu nennen. 200 wäre das Maximale für eine heutige Bewegung. RT 250. Gut, ansonsten der RSI, wieder sehr hochgelaufen. Letzter Zeit, die letzten, was ist das hier, seit Februar tradet er an dieser Zone stets ab. Auch interessant. Definitiv sind Schwächetendenzen im Anstieg zu erkennen. Große Marken werden nicht überwunden. Bärische Kerzen ausgebildet. Volumen war nicht stark. Obwohl die Meldung aus China natürlich eine große Einladung war. Aber wir haben viele, viele Unsicherheitsfaktoren. Wir sind wirklich etwas getrieben durch die Nachrichtenlage. Heute auch noch die US-Verbraucherpreise. Das geldpolitische Protokoll der amerikanischen Notenbank. Trumps Ermittlungen. Dann, wie wird er in Syrien reagieren? Wir sind sehr, sehr getrieben durch die Nachrichtenlage. Der Start aber lädt ein für eine bärische Bewegung, eine Gipfelphase, die aber sich etwas hinziehen könnte. Ich schaue auch nochmal für euch in den Cetra-DAX. Da hat man am Vortag, wie gesagt, auch die bärische Kerze. Die war eigentlich schon eine Einladung am Vorvortag, eine bärische Einladung, konnte aber durch die Nachrichtenlage, durch China, in der Nacht für einen höheren Start noch sorgen. Aber wieder nur ein Doji ausgebildet. Kein starkes Volumen in der Aufwärtsbewegung. Und ja, das ist heute die Einladung. Heute haben die Bären ihre Chance, mal etwas Druck auszuüben. Oberhalb 370 besteht die Chance, dass wir nochmal Richtung 430 steigen. Darüber wäre noch 470 und 530. 430 ist die untere Kante der ersten Widerstandszone, die bis über die 470 bis zur 530 reicht. Aber dafür müsste das Tetrahandel jetzt wirklich schon um die 400 starten, um jetzt nochmal diese Bewegung
die Chancen für diese Bewegung zu erhöhen. Aktuell deutet es sich nicht wirklich an. Von daher wird es wohl eher Richtung 370, dann so 300 die erste Bewegung reichen. Darunter dann die Eindrückung 250 und ganz drunter dann 200. Und hier ist das mittlere Bollinger-Band bei 170. Wichtig, wichtig, wichtig. Hier war der Wochenstart. Ne, der wichtige Start oberhalb, hatte ich euch im Ausblick erwähnt, dass dann die Chance besteht, die Widerstandszone anzulaufen und dann die zweite Wochenhälfte in zur Schwäche tendiert. Unterhalb 170 droht direkt das Gap-Close. Könnte aber erst eben in der kommenden Woche drohen. Diese Woche Gipfelphase, kommende Woche dann rund zu 170, Bruch der 170 und dann das Gap-Close Richtung 12.000. Wäre ein gutes Wochenziel für, ein gutes Ziel für die kommende Woche. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Viele Nachrichten stehen heute auch an. Da könnten wir wieder durch etwas durch mehr Unsicherheit geprägt werden. Mal schauen, ob alle positiv oder alle negativ ausfallen. Chance für die Bären. Aber meist der Start spricht doch etwas dafür. Unterhalb 370, 300, 250 wäre eine erste gute Spanne. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im Trading-Chat auf tradingportal.net und werden den Cetra-Start gleich mal live verfolgen und mal schauen, was sich heute noch so ergibt. Chancen für einen Gipfel. Das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und wir sehen uns dann gleich auf tradingportal.net. Bis gleich. Ciao.